So, jetzt natürlich könnte ich den Balken hier wieder raufziehen. Aber mein Innenarchitekt sagt mir, ne, scheiße. Scheiß auf den Statikbalken. Den lassen wir mal weg. Auch wenn er dahin gehört. Weil so ist besser. Okay. Dann. Nochmal ein bisschen Holz. Zack, 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 zack. Dunkeleichen. Schwarzeichen. Zeugs. Holz. Ja, doch, Tür da ist ganz gut. Ich meine, ihr könnt hier auch theoretisch Türen einbauen und noch so eine Terrasse drumherum machen, aber nicht jetzt. Nicht jetzt, nee. Wobei so eine Außenterrasse auch noch ganz geil wäre. Wobei das jetzt überdacht schon im Prinzip eine Außenterrasse ist. Ich meine, es ist ein Wintergarten. Im Prinzip ist es ein Wintergarten, oder? Schon irgendwie. Ich find's cool. Und das ist das, was mich gerade gnädig genug stimmt, das erstmal so zu lassen. Glaube ich. Oder? Ja, komm, komm, lassen wir erstmal so. Will ich das Loch jetzt hier so lassen oder will ich das nicht so lassen? Das wäre vielleicht noch wichtig. Okay, der Balken, der da oben runterhängt, der fällt sowieso nicht auf, wenn man hier pennt. Oder? Nee. Der sieht aus, als würde er da hingehören. Weil er tarnt sich im Prinzip mit dem Ding dahinter. Also ist das egal, dass der da runterhängt. Das Loch in der Mitte könnte ich abdecken mit so einem stinknormalen Slab. Aber will ich das? Nee, komm. Lassen wir mal so den Special-Zugang nach unten offen. Finde ich gut. Ich könnte jetzt theoretisch hier noch so zwei Türen reinhauen. Yay! Türen! Dann brauche ich da oben was anderes. Habe ich noch Holz? Ja, ein bisschen was habe ich noch. Ein bisschen mehr. So, mal die 12 her. So, 8 Treppen dürften erstmal reichen. Wenn nicht, gibt es noch mehr Schwarzeichen. Boah, sagen wir mal so, es könnte schlimmer sein. Da merkt man mal, dass ich mich hingesetzt habe und die ganzen Türen auch noch extra angepasst habe und das ganze Holz. Weil es sich im Prinzip nahtlos einreiht mit dem ganzen Kram. Sieht so besser aus? Ich finde, so sieht es fast besser aus, oder? Wir lassen es erstmal so. Wer Einwände hat, schreibt es mal in die Kommentare. Aber ich glaube, diese zwei kleinen Lücken sehen besser aus als eine große. Ah, wenn es offen ist, sieht es aber beschissener aus. Okay, hast recht. Wir drehen das andersrum. Weil die Türen werden, machen wir uns nichts vor, sowieso die meiste Zeit über offen sein. Aber jetzt kann ich mich hier mal verschanzen, vor all den Viechern, und sagen, yay! This is a day. Oder it's a day? Keine Ahnung. Ah, ja. Mal eine bessere Auspennen-Sicht. Und wir sterben nicht, wenn wir aufstehen. Das ist mir auch sehr wichtig. Der Baum lebt weiter. Ach ja, genau, der Baum lebt weiter. Ist da vorne, er ist schon gewachsen, das ist doch sehr schön. Kann ich gleich mal mit der Schere da hingehen und zwei so eine Dinger runterklöppeln. Wo ist denn die Schere jetzt? Da ist die Schere. Sind Feinde da? Nein? Gut. Frage ist, wie komme ich da ran? Oder nicht wie, sondern komme ich da überhaupt ran? Eins, zwei. Mehr brauchte ich gar nicht.
Verfolgt mich irgendwas? Nein. Alles noch im Grün. Diese Ironie, weißt du? Ich baue den Baum da als Hauptbaum des ganzen Gebildes auf und richte mich jetzt hier in dem Nebenbaum ein. So, jetzt ist es wieder so, wie es vorher war. War mir wichtig. Wasser. Ich brauche einen Wassereimer. Die Kürbisse sind auch schon wieder ganz gut gewachsen. Ich würde gern schneller auftauchen. Das war jetzt eigene Blödheit. Passiert ab und zu mal. Bin ich Meister drin. Mörschel. Da ist ja noch die andere Kiste. Scheiße! Ah, Karte so, Karte so. Okay. Welche davon ist denn die Karte, die gerade aktuell ist? Das wäre vielleicht noch spannend. Ja, geh mal da oben rein, du Mörchenkram, du. Lohnstaub. Hab ich den gerade produziert, ich Idiot? Hab ich jetzt alle meine Lohnrouten in Lohnstaub verwandelt? Ah, passiert. Scheiße. Ich muss wohl noch meine Neta Lohnrouten holen, weil ich nicht aufgepasst habe, ich Idiot. Was haben wir gesagt? Hier bleibt eh offen. Lassen wir offen. Wenn du mal was nicht sofort wieder in die Kiste zurückbringst. Scheiße. Hä? Jetzt habe ich den Kram da oben auch noch abgelegt, ey. Fackeln nehme ich auch mit, das Zeug nehme ich auch. Was? Ich werde ihn fällen. Whee! Zu spät gesprungen. Na, come on. Zumindest die Rohstoffe würde ich schon gern wieder raushaben. Also nicht raushaben, sondern ansatzweise wieder einholen. Nennen wir es mal so. Blätter, ey. Jedes Mal klingen die wie Creeper. Scheiß Flauschefüße, ey. Hopf. 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 So, wenn gleich wächst mir der andere Baum direkt in die Visage. Was heißt, der wird dem hier die ganzen Blätter klauen, die er hätte abwerfen können? Zumindest, wenn er auch so groß wird. Ich hoffe mal, er wird's nicht. Wird Sache viel, viel einfacher machen. So, während wir jetzt hier gerade auf das Decayen des Baumes warten, sagen wir mal aus sicherer Entfernung. Nee, da ist schon wieder so ein Ding runtergekommen. Yeah. Ich habe ja gesagt, man hat mir so ein Ding zugeschickt. Überreicht quasi, falls wir mal die Themen ausgeben. Dass der Name des Dings ist der Moralomat. Und im Prinzip müsst ihr euch das vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr so Abreißkalender kennt. Jetzt stellt mal drei so eine Abreißkalender nebeneinander und jeder dieser Kalender hat unterschiedliche Wörter. Und je nachdem, wie du das Ding dann zufällig aufklappst, hast du eine andere Moral des Tages da rumstehen, die man theoretisch debattieren könnte. Würde ich mich beim Schnitt noch dran erinnern, würde ich einfach ein Bild einblenden, aber da ich das sowieso immer vergesse, verspreche ich an der Stelle einfach mal nichts. Müsst ihr wahrscheinlich einfach nur mal googeln, also der Moral-Omat, ne? Und so ähnlich wie das Ostweigelbse Warmens Obileumsotron. Im Prinzip könnte das was sein, was Briegel der Busch gebaut hat. Ah, hier steht's ja auch drauf.
125.000 Thesen zum Diskutieren, Nachdenken und Verzweifeln. Na gut, dann klappe ich mal irgendwas auf und wir sehen mal, was da so theoretisch bei rumkommen könnte. Religion ist menschlich gesehen immer Gabe und Aufgabe zugleich. Nun, was kann man daraus machen? Religion ist menschlich gesehen immer Gabe und Aufgabe zugleich. Menschlich gesehen heißt ja, dass es nur für den Menschen so ist. Das heißt, wenn da jetzt irgend so ein Alien mit anderen Moralvorstellungen rumkommt, ist ja schon mal nicht so. Also muss irgendwas sein, es muss wahrscheinlich mit dem menschlichen Bewusstsein sowieso übereinstimmen. Ich meine, wer kommt sonst auf die Idee, so aus der Religion zu entwickeln? Das ist ja... Jeder macht's, jeder kann's, jeder wird's. Na gut, es gibt die Atheisten, aber selbst die machen eine Religion daraus, nicht an irgendwas zu glauben. Also, das ist im Prinzip... Auch als Nichtwähler wählst du irgendwie. Gabe und Aufgabe zugleich. Naja, ich habe ja bei mir so eine Religion entwickelt in meiner kleinen Fantasy-Sphäre da. Und ja, es ist schön, wenn man sich seine eigenen Regeln von wegen Religion zurechtlegen kann. Das Problem ist nur, dass an vielen Stellen halt die Wucherung fehlt, die einige Leute gemacht haben. Ne? So Sachen wie die Bibel, das ist ja irgendwann, wurden da zigtausend Geschichten, die mal irgendwie versammelt wurden. Warte mal kurz. Ah ja. Ich krieg hier gerade eine Mail rein, Spiderblock Redesign. Ich krieg eine Kretze. Werde ich mir gleich ansehen, wenn wir hier mal durch sind. Wenn du eine Religion selber erschaffst, hast du halt das Problem, dass du dir den ganzen Scheiß ausdenken musst. Wenn du eine Religion einfach findest, ist das viel besser. Weil da haben sich jahrelang Leute irgendwelche Geschichten erzählt und im Falle der Bibel war das so, dass sich dann irgendwann mal jemand zusammengesetzt hat. Jemand, meinte ich damit, so ein ganzes Komitee. Und die haben dann gesagt, ja, das da ist offiziell die Version dieser Geschichte, das ist offiziell die Version dieser Geschichte. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber irgendwann haben wir uns im Geschichtsunterricht mal was davon erzählt. Und dann wird das halt alles zusammengeschrieben, ne? Da sagst du dann halt, ja, das ist jetzt hier so halt die Bibel. Und irgendwann sagst du mal, ja, nee, wir hätten hier gerne noch so ein paar andere Geschichten dazu erzählt. Da hast du halt alles Neues Testament, das ist im Prinzip die zweite Auflage. Glaube ich, so zumindest war das. Und wenn nicht, berichte ich mich gerne in den Kommentaren. Das ist so Sachen, die interessieren mich theoretisch nicht. Praktisch ist aber gut zu wissen, wenn man falsch liegt, damit man das Wissen richtiger weitergeben kann. Und ja. Ich stelle mich halt dahin, ich habe das Problem nicht, dass ich mir irgendwelche Geschichten von Leuten suchen muss. Ich habe halt in der Welt Geschichten von Göttern, die halt da sind. Die sind halt da und real, die Götter. Und je nachdem, was sie so machen, ergibt sich dann halt auch daraus, was sich so an religionstechnischen Stories ergeben hat und ergeben wird und ergeben hätte können. Das ist insofern schon mal ein recht organischer Prozess. Im Prinzip ist Religion entwickeln auch nur eine weitere Story schreiben, wenn du mal so denkst. Das Problem ist nur, dass das meiste dahinter auch noch irgendeine Bedeutung haben sollte, damit sich Leute danach richten können. Das ist immer so eine Sache. Aber ich gehe auch, glaube ich, ganz anders daran an die Sache, als man das eigentlich sollte. So, wer die Glasscheiben sieht, einfach mal da schreien. Weil ich weiß, die sind unsichtbar im Prinzip. Hier sind keine Glasscheiben drin, ne? Nee. 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 Dann gehe ich mal davon aus, dass wir keine Glasscheiben mehr haben. Ist denn, wo war ich gerade? Ach ja, religionsspezifisch Zeug und so. Das ist dann nämlich schwierig. Weiß ich auch noch, was ich sagen will? Teilweise weiß ich das noch. Teilweise. Ist halt, ich habe erstmal mir die Götter rausgesucht, habe dann geguckt, wofür die stehen. Easy as it is. Leichter wird es im Prinzip auch nicht. Das Gute ist, dass ich dann bei Zeiten ergeben sich aus diesen Göttern ganz automatisch ganz eigene Geschichten. Dass du musst die einfach nur rollen lassen und gucken, was die so machen den ganzen Tag über. Und irgendwann wird sich da schon irgendwas ergeben. Und wenn du nebenbei noch sowas wie ein Genesis da drin hast, irgendeine Entstehungsgeschichte, dann kann die auch ganz schnell aus dem Ruder laufen. Nur ganz schnell geht das. Da musst du mal irgendein Gott Langeweile gehabt haben, schon sind alle angepisst. Weißt du was? Ich glaube, ich hatte gerade so eine Idee. Soll ich das auch noch durchziehen? Ich weiß es gerade nicht. Wird das ganze Ding doch ein bisschen breiter machen, ne? Hallo! Oh, yes.
I freed it. I like to move it, move it. Move it. So, den Rest mache ich morgen. Von der anderen Seite. Wenn es wieder hell ist. Apropos hell. Ich mach mal hell. Nein! Jetzt mach ich hell. Ah ja. Ich schlafe mit meinem Glasblock. Mein Glasblock ist toll.